Heute kommt meine PSP-Sammlung dran. Bis gleich. Peace, Leute, auf meinen Kanal Stefan Nintendo. So, heute zeige ich euch ein paar Spiele und die PSP. Die habe ich noch im Regal gefunden. Die war jetzt nicht in meinem Spieleregal-Sammlung. Deswegen zeige ich es euch jetzt einfach mal so. Jetzt ist sie in meine Spieleregal-Sammlung und dann kommt noch ein Video mit Nintendo Switch. Und dann mal schauen, was so weiterkommt. Ich lasse mir was einfallen. Auf jeden Fall, die Sony PSP, das war so eine geile Konsole. Da gab es so geile Spiele. Monster Hunter, Final Fantasy, was gab es denn da noch? Alles mögliche. Def Champ habe ich. Und ja, genau, dann kommen wir gleich zu der PSP. Ich habe die jetzt hier zum Laden aufgetan. Da der Akku ja schwach war und ich sehr lange nicht mehr sie im Betrieb hatte. Also schaut mal her. Ich mache die jetzt mal einfach an. Genau, und dann hat man hier dieses schöne Menü. Und so sah das von hinten aus. Das war hier noch mit so einem Fach. Das hat man hier geöffnet. Und dann hat man hier quasi sein beliebtes Spiel reingetan. So. Das hat man dann so rum reingetan, hat es zugemacht und dann ladet es, bis das Spiel halt einfach mal dran ist. Genau, hier ist es. Drücken wir mal gleich auf X. Ja, und das war ganz cool. Ich habe jetzt das Spiel Def Jam Fight for New York reingetan. Das ist auch ein sehr geiles Spiel. Das gab es auf der PS2. Das versuche ich noch aufzutreiben auf der PS2. Und auf der PSP war es quasi so ein Remake. Das ist sehr nice. Ist leider auf Englisch. Das ist auch nicht so eine deutsche Version. Ja, und die Hüllen waren so ähnlich wie bei der Switch, bloß dass sie hier ein kleines bisschen dicker waren. Und hier gab es halt noch Anleitungen dazu. Das fand ich sehr nice. Und es hat auf jeden Fall sehr, sehr großen Spaß gemacht. Def Jam Fight von New York war ein Kampfspiel unter Rappern. Die haben sich geprügelt. Und da hat man halt dann schauen müssen, wer da. Also jeder hatte seine Art. Der eine hat gewrestelt, der andere hat. Der andere hat halt gekämpft. Kickboxing, also jeder seins, ne? Will euch mal kurz zeigen, wie so die PSP drauf hat. Genau, da war hier der Startknopf. Hier war so ein Schieber, Memory Stick Schieber. Den hat man jetzt einfach aufgemacht. Also hier von oben. Und dann hat man quasi mit dem Finger drauf gedrückt und dann hat man die Memory Card einfach rausgeholt. War ganz lustig. Dann kann man jetzt hier einen Story-Modus wählen. Jetzt habe ich wahrscheinlich voll den krassen Kämpfer, Stefan. Einen Augenblick. Ich habe leider nur eine Hand zur Verfügung. Genau, also ihr seht, ich habe das Spiel schon durchgespielt. Ich will euch nur ganz kurz in den Kampf zeigen und dann zeige ich euch meine restlichen Spiele. So, jetzt hat die Ladezeiten waren ein bisschen happig früher, das war halt mal so. Hier ist man jetzt zur Map gegangen und hat sich einen Kampf immer ausgesucht, ja? Ich mach das jetzt mal so.
Ja. Das Ding ist, ich kann euch gar nicht mehr die Kämpfe zeigen, da ich das Spiel schon durch habe und ich habe echt jeden Kampf gemacht, ne? Also man kann hier einfach keinen Kampf mehr machen. Das kann ich nicht mehr im Story-Modus, dann müsste ich halt ein neues Spiel machen. Auf jeden Fall sehr interessantes Spiel. So. Dann zeige ich euch jetzt mal einfach die anderen Spiele, die ich habe. So, ich habe noch Simpsons. Habe ich noch nie gespielt. Ich habe das von einer Freundin geschenkt bekommen. Mit der ich jetzt leider nichts mehr zu tun habe. Oder was heißt leider? Mir ist es eigentlich wurscht. Aber, ja, die hat dann gesagt, hast du eine PSP? Das sage ich, ja klar, ich habe eine PSP. Dann habe ich das Spiel halt geschenkt bekommen. Fand ich nice, auf jeden Fall. Cool, danke dafür. Dann, das nächste Spiel. Ein sehr, sehr beliebtes Spiel. GTA Vice City Stories. Das gab's auf der PlayStation 2 auch. Also es gab's das Vice City Stories, GTA 3, San Andreas. Also San Andreas war sehr beliebt, sehr cool. Jetzt ist es ja GTA 5. Und genau so sah die Anleitung aus. Ich hatte eine lustige Geschichte. Ich war damals in Rumänien, wo ich 15 war. Und ich hatte dieses Spiel uncut gehabt. Da konntest du die Leute in die Köpfe wegschießen. Die haben gespritzt die Köpfe. Das kannst du in dieser Version nicht. Das finde ich schade, weil das ab 16 ist. Aber trotzdem, nice Spiel. So. Dann die Lemmings. Auch. Ich finde es immer geil, wenn eine Anleitung dabei ist. Ich finde, das gehört dazu zu einem Spiel. Genau. Lemmings sind diese grünen Viecher, da brauchst du mehrere und hast Baumaterialien und musst durch das Level kommen, indem du was zerstörst oder was baust. Dann Secret Agent Clank. Sehr nice Spiel, auf jeden Fall. Gibt's ja Ratchet & Clank und dann gibt's halt hier nur mit diesem Roboter. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Coole Sache. So, dann Mind Quiz. Ich denke, das ist ein Schwachsinn, das Spiel. Also, ich muss es nicht haben, wenn ich ehrlich bin. Dann, genau, ich habe das Def Jam, was ich euch gerade gezeigt habe, in eBay gekauft. Und da war noch ein Spiel dazu und das ist noch neu verpackt und das lasse ich auch neu verpackt. GTA Chinatown Wars. Das ist, dieses GTA, das ist nur von oben, ohne Scheiß. Das ist ein GTA, das ist einfach so wie die Sicht vom Zelda, also wenn du von oben zockst halt, ne? Und ja, also ich habe das jetzt, glaube ich, einmal in meinem Leben gespielt. Ja, die Kamera ist unscharf, komm. Und ja, auf jeden Fall nice. Hier ist sogar noch dieses Papp-Dingens dran. Also komplett neu, Entschuldigung. So, dann Locoroco. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Da bist du so ein Viech und die vermehren sich immer und du wirst größer. Das ist die Anleitung, das ist das Spiel. Also, ich fand die Option mit diesem Spieldisk eigentlich ganz nice. Muss ich sagen, das war mal was. Damals war das mal was anderes, das so dieses Konzept von der PSP zu machen. Also, finde ich klasse und hab die gut gemacht damals. Ich habe die PSP gefeiert. Wiederum war die PS Vita ein Flop, die habe ich nicht, aber die werde ich trotzdem holen, weil die in meiner Sammlung fehlt. So, dann das nächste und natürlich leider auch das letzte Spiel, weil ich habe euch ja gesagt, ich habe leider nicht so viele Spiele für die PSP. Ja, weil ich habe die PSP mal gehabt und ja, ich habe die verliehen und ich habe die halt einfach verliehen und habe die nie wieder zurückbekommen. Nochmal danke für das blöde... Ich weiß, wer du warst und danke schön dafür, dass du mich beklaut hast und ich leihe demnächst. Ich bin nicht der Fan von Sachen ausleihen, aber ist wurscht. Kommen wir jetzt zu dem Spiel, die Sita Final Fantasy. Mann, das ist so ein geiles Spiel.
du hast hier deine Final Fantasy, von jedem Final Fantasy, Final Fantasy 1, Final Fantasy 2, Final Fantasy 7, 9, 8, was weiß ich, schlag mich tot, hast du die Spieler genommen und du konntest auch die Bösewichte bekämpfen. Und das war krass, das war ein geiles Spiel. Dann habt man gekämpft. Genau. Und dieses ganze Ding hat auch ein Wendecover. Ja, PSP hatten auch eine Wendecover gehabt. So. Einen Augenblick. So, jetzt hat. Das Ganze sah dann so aus. Also, das sind die Guten und das waren die Bösen, ne? Also Sephiroth, Kefka ist da irgendwo, da das ist der Clown Kefka. Dann, das war Tidus, sein Vater. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie die alle heißen. Also, richtig cool, ne? Und das ist halt das Spiel dazu, ne? Ja, und das war's auch schon. So, Leute, also haut rein. Meine PSP ist wunderschön. Das ist außerdem die Slim. Viel Spaß. Schönen Abend euch noch. Daumen hoch, wem es gefallen hat. Und Daumen runter, wem es nicht gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Peace. Haut rein, Leute.